Moin zusammen und willkommen zurück zu Enderal. Ich kann nicht aufhören zu spielen, weil das einfach so süchtig macht, das Spiel. Ich habe aber ein bisschen Hunger, deswegen ich werde zwischendrin mal irgendwann diese Waffel essen. Halt, Silas! Wir sind auf Silas getroffen, einen kleinen Jungen. Hier aus dem Flusshalb Markeshof. Der möchte uns was zeigen, aber beziehungsweise wir sollen ihm irgendwo bei helfen. Und er ist ganz eifrig und aufgeregt. Und genauso bin ich das auch. Ja, und damit willkommen zurück. Und da ist es schon. Nee, doch nicht. Sodala, schau, das hier habe ich gestern beim Krabbensuchen gefunden. Toll, oder? Eine Büchse. Ja, und weißt du was? Wenn man sie schüttelt, hört man so ein Klimpern, wie als wenn da Münzen drin wären. Alles, was wir also tun müssen, ist sie aufbrechen. Und dann können wir uns die Beute teilen. Und ich könnte Papa das Geld für den Spitzbartmann geben. Also, was meinst du? Kriegst du sie auf? Ich hab's schon versucht, aber die ist richtig feste zu. Ein Spitzbartmann? Ja, dieser eine Kerl aus der großen Stadt, der immer kurz vor Mondwende kommt und Geld von den Leuten will. Janka oder so nennt Papa ihn immer, glaube ich. Junker, meinst du? Schuldet dein Vater diesem Junker Geld? Ich glaub schon, ja. Er versucht immer so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Aber ich bin ja nicht blöd. Vielleicht sind in der Büchse ja genug Groschen drin, damit Papa den Kerl bezahlen kann. Lass mal versuchen. Klar. Also. Aber wie? Vielleicht so? Dann schauen wir mal. Da sind... Ach nee, was soll das denn? Was ist los? Das sind keine Groschen. Das sind irgendwelche komischen Teile und ein Stück Papier. Hier, guck's dir selbst an. Lies die alte Notiz. Erhaben, stolz und voller Kraft. So weilt er denn. Für Tag und Nacht. Er spendet Segen in der Not. Auf unserem Pfad bis in den Tod. Und einzelne Teile. Und? Hast du was? Sieht mit einer Art Gedicht aus, ich weiß nicht. Ein Gedicht? Was, wenn das ein... Wie heißt das? Ein Rätsel ist? Lies mal vor, was steht da genau? Erste Strophe vorlesen. Segen in der Not. Das... Ach, Menno, wieso müsst ihr Großen immer so umständlich reden? Wobei, der Pater spricht doch immer was von Segen bei den Messen. Vielleicht meint der Schreiber damit den Schrein. Schnell, geh nachschauen. Ich muss zurück zum Hof und die Leoren füttern. Sag mir dann aber unbedingt Bescheid, wenn du was gefunden hast. Ja. Also, jetzt sollen wir zum Schrein gehen. Moment. Entschuldigung, meine Nase hat ein bisschen gejuckt. Schrein... Was ist der denn? Hä? Ach, da oben! Das müsste der sein. Ja, das sieht doch aus nach einem Schrein. Oh, oh. Danke. Oh, Schmetterlinge! Nein, meine Tasche, ich bin voll! Irgendwas Schweres, was ich essen kann? Irgendwas gefunden? Ja, nee, warte. Da. Friedenskraut, her damit. Weizen. Jo. Und Wolfsklauen. So. Gleißender Funke. Rang 1. Den habe ich noch nicht gelernt, soweit ich das weiß. So, hier beim Schrein. Alte Inschrift. Am Beginn des Stroms im Westen ein großer Fels mit erhobenem, kahlem Baum. Am Beginn des Stroms im Westen. Okay. Einen rätselhaften Ort finden. Am Beginn des Stroms im Westen. Westen ist da. Da ist der kahle Baum. Jau.
So. Ein verdächtiger Erdhaufen. Dann schauen wir mal. Warte mal, das ist ein Grab. Das ist kein verdächtiger Erdhaufen. Und der hat zugeschüttet. Da ist ein Groschen drin. Eine Flöte. Ja, ist nicht schlimm, dass ich jetzt zu viel trage. So, hier beim kahlen Baum. So, hier muss irgendwo was sein. Es steht im Questlog drin. Ja, aber... Ah, Mist, es steht nicht drin. Ah, da, doch, doch, doch. Mist, falsche Taste. Am Beginn des Stroms am Westen ein großer Fels mit erhobenem kahlen Baum. Großer Fels? Okay, ich muss jetzt doch mal irgendwie gucken. Ich habe 6 zu viele in der Tasche. Ich würde am liebsten was wegschmeißen, was 7 wirkt. Wiegt. Oder habe ich irgendwas, was nichts wert ist? Warte mal. Warte, wir gehen mit Wert 0 rein. Oder Wert 1. Das ist nicht schlecht. So, die Handschuhe, die werden mir nichts bringen. Das Messer wird mir nichts bringen. Der Teller wird mir nichts bringen. Die Kleider werden mir nichts bringen. Und dann werfe ich jetzt noch Eimer weg. So. Ist natürlich nicht schön, aber gut. So, also... Strom. Das könnte das sein. Am Beginn des Stroms. Der Anfang von dem Fluss. Oh, jetzt bin ich aber gepackt hier. Jetzt müssen wir erstmal die Quest machen. Wir kommen wieder, Silas. Ehrlich. So, nach hinten. Am Beginn des Stroms. Boah. Das ist jetzt aber auch die letzte Folge, die ich am Stück aufnehme. Ich habe ultra Hunger. Ist aber kein kahler Baum. Dann bin ich hier nie richtig. Okay, dann würde ich sagen, dass wir erstmal einen Händler finden. Das wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Dafür müssen wir bestimmt nicht von den... Nicht in die Dörfer, sondern... nicht in die Dörfer, nicht auf die, Höfe, sondern ins Dorf. Was? Queroni... Nee. Querenoi... Gazzi Dormatalata. Messer? Nein, danke. Wir sprechen noch. Erstmal muss ich... Ah, hier. Hier hoch. Flussheim entdeckt. Perfekt. Das ist der Freund, aber ich suche einen Händler. Ist hier vielleicht... Hier sieht es nach Handelsplatz aus. Ja. Ja? Steht eure Ware zum Verkauf? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Okay. Die Sachen verkaufen. Das brauchen wir alles nicht. Kann alles weg. Und die Billo-Langbogen können wir jetzt auch verkaufen. Und den Rest, den brauchen wir noch. So. Das kann weg, das kann weg, das. Die auch. Weg damit. Wunderbar. Der hat noch 500 Groschen. Krass. Kann ich dem ja noch eine ganze Menge. Teleport nach Fluss. Nee. Den brauchen wir. Lichtmagie, Lehrling, parieren. Und was hat er hier noch? Zeug wird nicht für Werkzeug oder so verbraucht, denke ich. Entschuldigung. Ich denke, wir können Zeug einfach so verkaufen. So, noch mehr Zeug.
Warte mal, das ist Überreste. Nägel. Also das wird bestimmt verkauft werden können. Das auch. Werkzeug, Haut. Haut, Werkzeug, Haut. Aber hier, guck mal, davon habe ich mehrere. Dann verkaufe ich doch mal alles, was ich doppelt habe. Werkzeugkasten. Hufeisen. Nee. Hammer. So, wie viel... Taglast, sehr gut, habe ich wieder Platz. Also, was verkauft er denn? Waffen brauche ich, denke ich, nicht, ne? Nein. Ich meine, ich könnte mir zwar einen besseren Bogen kaufen, aber ich benutze ja mehr, Magie. Das sind Handwerksbücher. Die könnte ich theoretisch kaufen, aber die sind teuer. Okay. Schneider Null. Anschlagbrett, stimmt, das ist auch ganz nicht ganz neu, ganz klasse hier fürs Schreitet Spiel. Das würde ich zwar gerne jetzt benutzen, aber ich muss noch mal gucken. Oh, oh weh. Hi. Aber ja, aber ja. Genau, sie hier verkauft nämlich Magie. Und da müssen wir jetzt mal eben gucken. Mein Stab ist ja kaputt. Aber die sind auch nicht so... Was ist, wenn ich denn jetzt meinen Stab... Oh, der ist nicht mehr viel wert. Ja, kann ich den besser aufladen. Hast du... Das ist teuer. Das will ich nicht. Nein, nein. Genau. Hier ist ein zweites Rezept für Ambrosia. Ne, ich würde erstmal gucken. Wo ist es denn? Ein Feuerblitz. Rang 1. Aber hier steht nicht dran, was das für ein Dingens ist. Ist es Lehrling oder ist das schon Adept? Ich würde aber mal den... Nimm ich den Feuerblitz? Nee, ich benutze die Zauber, die ich habe. Ich kaufe mir jetzt keine. Aber Seelenfalle brauche ich eigentlich. Ich meine, ich habe... Ich guck mal kurz. Ich meine, ich habe Seelensteine Leere. Aber auch nur einen. Dann lohnt sich das noch gar nicht. Dann... Die sind auch teuer. Okay, ich kaufe mir... Ich hätte mir Rüstung gern gekauft, hat sie aber nicht. Ja, dann fragen wir nochmal, ob alles in Ordnung ist bei ihr. Sprechen wir erstmal ein bisschen mit den Dorfbewohnern, ja? Ich spüre Schwingungen. Schreckliche Schwingungen. Oh ja, ich spüre sie ganz deutlich. Schlimme Schwingungen? Oh ja. Schlimme Schwingungen. Etwas Seltsames umgibt euch. Eure Aura. Oh, oh nein! Meine Aura? Was ist damit? Sie ist indigo-blau. Die Farbe der Sterbenden. Es muss sich um eine magische Anomalie handeln, die auf eine unerklärliche Art und Weise mit eurem persönlichen Kraftfeld reagiert hat. Oh weh. Das verheißt nichts Gutes. Aber ihr habt Glück, denn die Winde stehen günstig. Ich befinde mich, ähnlich wie ihr, in einer tragischen Situation. Und vielleicht können wir einander helfen. Wie genau gedenkt ihr mir zu helfen? Ich habe ein spezielles Objekt im Angebot. Einen Schädel. Den Überlieferungen nach stammt er aus den Mitten der roten Wüste Kyras. Und von uns Arkanisten wird er nur der Meisterschädel genannt. Es wäre ein waghalsiges Experiment. Aber wenn ihr den Schädel bei Mitternacht für eine Stunde auf dem Kopf balanciert, könnte das eure Aura wieder harmonisieren. Vielleicht. Okay. Anständige Belohnung kann ein Haufen alter Knochen. Nein, na schön, warum nicht? Wobei benötigt ihr denn Hilfe? Das ist schnell erklärt. Mir wurde vor einigen Tagen etwas extrem Kostbares entwendet. Mein Schönheitstrank. Und während ich bis vor kurzem im Dunkeln tappte, habe ich nun einen Verdacht, was passiert sein könnte. Ein Auradieb hat ihn mir gestohlen. Euer Schönheitstrank? Ja,
Seine Essenz ist frisch gezapftes Wasser direkt aus den Quellen Inodans. Eine echte Rarität. Regelmäßiges Zuführen dieses Trunkes verleiht dem Anwender sowohl unwiderstehliches Äußeres, als dass es auch die natürliche Alterung verlangsamt. Nur durch die Elixiere habe ich mir über all die Jahre hinweg meine jugendliche Schönheit erhalten können. Ein Auerdieb? Ja, es sind alte Wesen aus vergangenen Zeiten, weit vor den Pyräen. Für gewöhnliche Augen sind sie unsichtbar. Doch wir spirituell Begabten können sie sehen. Okay. Auradiebe haben nur einen Existenzgrund. Und der ist es, die Harmonie glücklicher Menschen durch schelmische Taten zu zerstören. Wie den heimtückischen Diebstahl meines Trankes. Wie könnt ihr euch sicher sein, dass es kein fliederfarbenes Einhorn war? Nein, wir verarschen die nicht. Nein, tut ihr nicht. Aber das ist verständlich. Okay. Na schön, ich werde sehen, ob ich euren Trank wiederfinde. Irgendein Anhaltspunkt, wo ich mit der Suche beginnen könnte? Ich habe einen Verdacht. Gestern, als ich am Honigfluss tanzte, erschien mir aus dem Nichts eine Stimme im Ohr und sie flüsterte 5 Worte. Finde mich in der Klarwasserhöhle. Ich bin mir sicher, dass es der Trank war, der zu mir gesprochen hat. Aber ich bin zu alt, um auf eigene Faust alte Höhlen erforschen zu gehen. Dabei ist besagte Höhle nicht einmal weit von hier entfernt. Es ist eine verlassene Schürfergrube gleich den Hügel zum Bergpass hinauf. Geht dorthin und findet meinen Trank. Und ich werde euch angemessen entlohnen. Mit diesem komischen Dingens hier auf dem Kopf. So, das ist die sichere Truhe, sehr gut. Ihr habt eine sichere Truhe gefunden. Gegenstände, die ihr in sicheren Truhen ablegt, können nicht verloren gehen oder gestohlen werden. Ihr findet in jeder Siedlung an den Myradentürmen sichere Truhen. Alle Truhen teilen sich dasselbe Inventar. Sehr schön. Das finde ich klasse. So, dann können wir da ja die Apothekari-Abzeichen reinpacken. Und die konnte ich jetzt nicht verkaufen, aber das ist nicht schlimm. Kann ich gleich bestimmt noch machen. So, und von den ganzen Tränken, die würde ich am liebsten eigentlich verkaufen. Da müsste ich gleich mal gucken. Was mache ich denn hier mit dem ganzen Kram? Ich würde sagen, die Sachen packen wir alle rein. So, das komplette Magiezeugs, also das komplette Alchemiezeugs, so rum. Packen wir hier rein. Und die Bücher auch. So. Die brauche ich noch. Alles, was Gewicht hat. Warte mal. Das kann ich verkaufen. Entschuldigung. So, Schlüssel brauche ich vielleicht noch. So, die Kristallmünzen packe ich rein. Amethyst. Die Baupläne. Kann ich die Baupläne lesen? Lass mal gucken. Wo ist er denn? Könnte diesen Gegenstand nicht ausrüsten. Okay, dann ist es dafür, dass man die, wie heißt das? Benutzt dann wahrscheinlich an einem Schmiedetisch oder so. Packen wir erstmal weg. Blasebalg. Ja, packen wir erstmal die Sachen hier weg. So, Einzelteile. Das da, das da. Hackeln brauchen wir. Ja, die Grabschaufel werde ich wahrscheinlich noch benötigen. So, Nägel. Segen, Wolfsfälle. Circle. Sieht doch schon viel besser aus. So, Grabschaufel, her damit. So, das sieht doch schon mal besser aus. Jetzt will ich mal eben kurz gucken. Grüße. Aber ja. Kann aber ich ja. dir... Ja, ich kann Tränke verkaufen. So, den werde ich nie im Leben benutzen. Das auch nicht. Ich kenne mich dazu gut. So, Mana entziehen. Nein, werde ich nicht benutzen. Das werde ich auch nicht benutzen. Die auch nicht. Ambrosia auf jeden Fall. Den werde ich nicht benutzen. Den auch nicht. Werde ich nicht benutzen. Die werde ich auch nicht benutzen. Das werde ich auch nicht benutzen. So. Genauso wie die 6 Ausdauertränke. Ich benutze eigentlich fast nie Ausdauertränke und so ein Krimskrams, deswegen... Ah, guck mal. Sie kauft die Sachen. Sehr schön.
Dann haben wir doch jetzt die Zauberbücher noch weg. Dann haben wir doch jetzt alles, was wir nicht haben wollten, weg. Lebt wohl. Ja, du auch. Gibt's hier einen Schmied? Jutta Gerbes. Gerbers, Mann. Ihr seid nicht von hier, was? Gebt auf euch Acht. In letzter Zeit geht es hier drunter und drüber. Okay. Du bist Wechsel. Was für ein schöner Tag, nicht wahr? Gibt's? Genau richtig für einen Einkauf. Bei mir. Was gibt's hier denn Interessantes? Außer meinen Waren, meint ihr? Nein, im Ernst. Hier ist es ziemlich ruhig. Malfa sei Dank. In letzter Zeit muss man ja fast damit rechnen, unmittelbar vor der eigenen Haustür überfallen zu werden. Verfluchte Briganten, wirklich. Das ist doch alles Wahnsinn. So viel zu tun. Wie, das war's? Ich dachte, er wird dann noch was erzählen. Was habt ihr denn alles anzubieten? Alles, was das Herz begehrt. Aber schaut einfach selbst. Mhm. Achso, der hat Essen. Und so ein paar Dingenssachen. Ja, nee, das wollte ich nicht kaufen. Euer Pfad steht da vorne. Ist doch. Schreitet wohl. Bist du Zimmermann? Okay, ich bin neu in der Gegend. Habt ihr irgendwelche Tipps? Tipps? Seid einfach vorsichtig, wenn ihr außerhalb der Stadt seid. Das sind unruhige Zeiten. Wie ist die Lage in der Wildnis? Ach, fragt besser nicht. Die Wölfe verhalten sich, als stünden sie unter irgendeinem Fluch. Attackieren alles und jeden und reißen wild, dass sie am Ende nicht einmal verspeisen. Das muss dieser rote Wahnsinn sein, von dem jeder spricht. Herrje, wohin soll das nur führen? Weiß ich nicht, versuchen wir rauszufinden. Lebt wohl. Jo, du auch. Okay, hier sind Kinder. Und eine, die sie unterrichtet. Ich würde eigentlich gern einen Schmied finden. Wo geht das hier hin? Haus des Majors. Ja, komm, gehen wir mal rein. Gehen wir mal zum Bürgermeister. Und keine Wache. Jua Federwall. Ihr seid kein Flussheimer. Was wollt ihr? Pommes. Nein, mir wurde gesagt, eure Freise. Und das weiß ich doch gar nicht. Und wenn? Gut. Was hat das mit euch zu tun? Warum so misstrauisch? Ich will nur helfen. Sehr nobel von euch. Aber woher weiß ich, dass ihr kein Hochstapler seid? Ich kenne euch nicht. Ich werde mich nicht aufzwingen, dann eben nicht. Ich meine es wirklich gut und versteht das eine oder andere von Magie. Vielleicht kann ich eurer Frau hier helfen. Na schön. Jetzt ist es auch schon egal. Kommt, folgt mir nach oben. Dort redet es sich besser. Okay. Ah, Entschuldigung. Aus Versehen in den Rücken gesprintet. Ja, mal gucken, was seine Frau hat. Aber wer hat denn davon erzählt, dass die Frau krank ist? Habe ich gar nichts von gehört. Ich denke, wir sollten auch bald mal wieder wir sollten eigentlich mal weitersuchen, weil Silas Sachen hier. Setzt euch. Wohin? Da? Oder? Ach, da. So. Also, machen wir es kurz. Mathilda hört seit 3 Monaten diese Stimmen. Mal tagsüber, mal nachts. Es gibt kein Muster. Aber immer scheinen sie aus Richtung des Meeres zu kommen. Laut ihr ist es eine Art Mischung aus Trauergeheul, Flehen und Wutgeschrei. Also halluziniert sie? Ach, vielleicht. Vielleicht ist es auch irgendein Geist oder eine magische Abnormalität. Aber das weiß nur Malfas. Seit der Nacht jedoch, in der sie das erste Mal gehört hat, ging es ihr körperlich immer schlechter. Erst hat sie den Appetit verloren, dann begann sie sich zu erbrechen. Und mittlerweile hat sie ein Fieber, das von Nacht zu Nacht schlimmer wird. Oh. Pater Vildas ist ratlos. Und selbst die 2 Apothekarii, die kürzlich hier im Dorf waren, meinten, dass sie nicht wissen, was ihr fehlt. Mittlerweile erkennt sie mich nicht einmal mehr. Und wenn man mit ihr spricht, antwortet sie nur in diesem delirösen Stottern. Ich will nicht lügen. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Und diese Stimmen hört nur sie? Ja. Und die Momente, in denen sie hört, sind die einzigen, in denen sie mittlerweile überhaupt noch aufwacht.
Sie schreit dann immer und schlägt um sich, als stünde der schwarze Wächter höchstpersönlich vor ihr. Es ist schrecklich mit anzusehen. Mein Bruder Meldor ist reisender Arkanist und hat das Haus bereits auf magische Anomalitäten durchsucht. Aber da ist nichts. Was auch immer diese Stimmen verursacht, beschränkt sich auf ihren Verstand. Okay. Und sagen diese Stimmen irgendetwas? Nein. So wie sie es mir vor dem Fieber beschrieben hat, ist es einfach nur ein Stimmgewirr. Ein grauenvolles. Und ihr habt überhaupt keinen Verdacht, woher das so plötzlich kommen könnte? Nicht einmal den geringsten? Nein, nicht einmal den geringsten. Wisst ihr, Mathilda ist ein so guter Mensch. Wenn es ein Geist ist, der sie plagt, dann ist es ein grauenvoller, der sie einfach nur leiden sehen will. Und wenn es eine Krankheit ist, dann soll Malphas dafür verdammt sein, ihr dieses Leiden auferlegt zu haben. Verzeiht, das hätte ich nicht sagen dürfen. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Okay, schon gut. Ich werde sehen, was ich tun kann. Habt ihr irgendeinen Anhaltspunkt für mich? Vielleicht hilft es, wenn ihr einem ihrer Anfälle beiwohnt. Mir ist unwohl dabei, aber ich will nichts unversucht lassen. Ja, das könnte tatsächlich sinnvoll sein. Warten wir. Eigentlich gleich, wenn ihr wollt. Der letzte Anfall ist schon eine ganze Weile her. Und der nächste wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Aber gebt mir noch einen Augenblick allein mit ihr. In Ordnung? Kommt einfach in einer Stunde wieder. Mein Bruder Meldor wird euch hineinlassen. Okay. So. Du bist Meldor? Ihr seid der Besuch, den Yoga angekündigt hat. Richtig? Mhm. Ja. Sind wir soweit? Ich schätze schon. Kommt mit. Geh bitte weiter. Eure Bestreben in Ehren, aber ich bin skeptisch, was Chancen dieses Unterfangens angeht. Aber gut, ich schätze, eine Chance ist besser als keine. Ja, mal schauen. Meldor, du musst aber auch ein bisschen mehr für deinen Bruder da sein, ja? Also, dann schauen wir mal. Du hast Besuch, Yoga. Danke, Meldor. Und danke euch, dass ihr es euch nicht anders überlegt habt. Wenn es so wie sonst ist, dürfte es jede Minute beginnen. Am besten, ihr nehmt einfach Platz und wartet. Und ich warne euch, es wird nicht schön. Okay. Ach, Mathilda. Nein, ich... Yoga, sie kommen. Und es geht los. Nein, 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 bitte nicht. Ich... Ach, komm schon. Du machst dir zu viele Sorgen. Das weiß ich, verdammt. Aber hast du einen besseren Vorschlag? Pill das! Und? Ich glaube, ich habe etwas gehört. Ihr meint, ihr habt die Stimmen gehört? Was seid ihr? Eine Art Geisterseher? Nein, ich habe seit kurzem diese Vision. Ich weiß, es klingt skurril und ich verstehe es selbst nicht. Sagt euch der Name Pentas etwas? Es macht keinen Sinn, zu versuchen, das zu erklären. Wichtig ist, dass ich etwas gehört habe. Nein, nein, wir machen das da. Nein, nein, ich habe seit kurzem diese Vision. Pentas? Ich weiß nicht, aber... Das war doch dieser Fischer. Erinnerst du dich nicht mehr? Er hat mit den Briganten kollaboriert und sich bei der Verhaftung das Leben genommen. Ah, richtig. Und seine Gefährtin hat sich daraufhin im Meer ertränkt. Das arme Ding. Aber ich verstehe nicht. Was bei Malphas soll dieser Fischer mit Mathildas Krankheit zu tun haben? Ich weiß es nicht, aber irgendetwas sagt mir, dass wir dieser Fährte nachgehen sollten. Irgendetwas? So, so. Wären die Umstände andere, hätte ich euch einen Scharlatan geschimpft und herausgejagt. Aber ich habe das Gefühl, dass ihr es ehrlich meint.
Und wer bin ich, um eine Chance, und sei sie noch so klein, auszuschlagen? Meldor, wo genau lag das Haus dieses Fischers nochmal? Ich habe eine Karte. Dann gib sie ihm. Natürlich, Bruder. Wenn Penthas tatsächlich irgendetwas mit all dem zu tun hat, dann solltet ihr einen Blick auf sein Heim werfen. Es sollte leer stehen. Und jetzt entschuldigt mich bitte alle beide. Ich brauche etwas Raum für mich. Okay. Gute Besserung. Ich mach zu, ja? Ja, okay. So, also Meldor. Hier, das ist die Karte. Sein Haus ist nicht weit vom Dorf entfernt, aber ihr solltet trotzdem vorsichtig sein. Dass die Küstenpirsche in den letzten Monaten ungewöhnlich aggressiv sind, habt ihr vermutlich schon auf eurer Reise hierher gemerkt. Ja. Wissen, ihr seid, Arkanist, richtig? Seid ihr also ein Teil des Heiligen Ordens? Dieses Heiligen Ordens? Je, euch steht ja wirklich Fremdländer auf der Stirn geschrieben. Aber nein, bin ich nicht. Ich habe zwar wie jeder andere Magiebegabte auch den Gang zum Wasser absolviert, aber für das Amt eines Hüters oder Magisters wäre ich nicht geeignet gewesen. Und um ganz ehrlich zu sein, ich wollte es auch nicht. Also seid ihr weder Wildmagier noch ein Arkanist des Ordens? Mit diesem Penthas und seiner Gefährtin... Genau, was ist jetzt eigentlich mit diesem Penthas und seiner Gefährtin passiert? Wie schon gesagt, er war ein Verräter, der mit Briganten auf der Groschenstraße kollaboriert hat. Nach außen hin hat er den Unschuldigen gemiebt, aber irgendwann haben die Gardisten davon Wind bekommen und wollten ihn verhaften. Tja, und wie es eben so ist, wollte der Narr nicht klein beigeben und hat sich gewehrt, was für ihn, sagen wir einfach, ungut ausging. Seine Gefährtin hat das nicht ertragen und sich anschließend das Leben genommen. Eine tragische Geschichte, aber er hatte die Wahl. Das ist das Leben. Also ihr seid weder Wildmagier noch ein Arkanist des Ordens. Richtig, ich bin freier Arkanist, so wie viele andere auch. Aber eure Neugierde in Ehren, ich denke, wir sollten uns die Gespräche für später aufbewahren. Okay. Also die Karte, dann brauchen wir mal... Schönheitselixier, das da. Also. Dann gehen wir mal raus. Ich würde sagen, bevor wir jetzt weiter nach einem Schmied oder irgendwas Vergleichbarem suchen, gehen wir ein bisschen mal den Quests nach. Zum Beispiel, okay, es ist noch Tag, das ist gut. Erstmal gucke ich mal, was ich so zu essen habe. Kochen, könnte ich irgendwo kochen? Mein Huhn. Ja. Erstmal schauen, das hier ist Haus der... des Gerbermanns. Und hier ist Kurus Krämerladen. Dann schauen wir mal eben in den Krämer... Oh, 33. Ja, dann gucken wir nächste Folge in den Krämerladen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich habt ihr genauso viel Spaß an Enderal wie ich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.